Jo, willkommen zurück bei Assassin's Creed Valhalla, der angekündigten weiteren Aufnahmen am gleichen Tag, nachdem wir vorhin von Oktober ein bisschen gemobbt wurden. Vielen Dank übrigens, Assassin's Creed, dass du uns mehrmals dazu zwingen wollt. Das ist da hinten. Ja, ja, okay. Ich muss sehen, was du siehst. Guck mal, da ganz hinten, wie krass ist das denn? Das ist diese andere Stadt mit der Villa da hinten. Wie weit wir gucken können. Da ist der Flussraubzug gewesen, da ganz hinten. Das müsste Saint-Denis sein. Das ist dieses komische Lager mit den Tontöpfen. Ah, ist geil. Okay, willkommen zurück. Eine spannende Aufnahme, denn wir wollen uns dieses Mal anschauen, was wir denn für diese ganzen Assassinschlüssel bekommen, die wir gefunden haben. Und da erwarte ich jetzt irgendwas Tolles. Also es wäre jetzt ärgerlich, wenn wir da jetzt nur ein Paladins-Rüstungsset bekommen. Wir schauen mal. Okay. Und danach ballern wir ordentlich Story, ne? Also wir sind ja dann mit dem Erkunden soweit fertig und können uns dann wirklich um die Story kümmern. Und da bin ich gespannt, wie jetzt der Plan von Siegfried aussieht und vor allen Dingen, ob wir dann tatsächlich etwas gegen Charles unternehmen. La 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 la. Bruderschaftshaus Lutetia. Okay. Offen, was die Verborgenen wohl dort verschlossen hielten. Das werden wir jetzt herausfinden. Ich lasse die Kamera mal aus, bis wir hier durch sind, weil das sieht nochmal ein bisschen atmosphärisch aus hier. Zukunft der Vergangenheit. Trophäe erhalten. Okay. Okay. Lesen. Es ist immer der gleiche Text, ne? Das ist ein bisschen schade. Also wir finden wirklich in jedem Bruderschaftsding den gleichen Text. Macht zwar Sinn, dass der Brief an alle geschickt wurde, aber es wäre rein informationstechnisch sehr schön, wenn wir verschiedene Texte finden würden. Oh! Holy crap, das ist nice. Nichts ist wahr. Alles ist erlaubt. Bekomme ich direkt Bock auf Assassin's Creed 1. Da gibt es nämlich die wirklichen Assassinen, finde ich. In Assassin's Creed 1, Masyaf und so weiter und so fort. Okay. Jo, zurück. Schon lustig, ne? Ich habe ja die ganzen ersten Assassin's Creed Videos alle ohne Kamera aufgenommen. Okay. Das liegt seit Jahrhunderten hier. Seit die Verborgenen das Frankenland verließen. Ein Einhänder. Juise oder Juise War? Irgendwas in der Richtung. Okay. Ja, okay. Verlass das Bruderschaftshaus. Okay. Okay. Ja, cool. Ein Einhänder gucken wir uns gleich nochmal an, natürlich. Aber meine Frage bleibt. Leise Schritte. Jemand versteckt sich. Ein Brief. Der war nicht dort, als ich hineinkam. Es sind wohl Verborgene im Frankenland verblieben. Wenn sie es nicht wollen, werde ich sie nicht finden. Aber ihr Geschenk nehme ich gern an. Dieser Ort, ewiger Ehre und vollbrachter Taten,
Wir sind viele, doch sind wir eins, wenn wir warten, deren fester Glauben und einsame Arbeit dient nur dem Kampf allein. Ich muss unerkannt im Dunkel harren, auf dass dein Werk glänzt im Lichterschein. Verzeih die toten Soldaten, sie wollten nicht kampflos gehen. AC. Assassin's Creed. Nein, wer ist AC? Altair, nein, wer ist AC? Wer ist AC? Okay. Mysterious. Gucken wir uns das Schwert mal an, oder? Tju. Das sieht geil aus. Das legendäre Schwert Karls des Großen. Mit einem goldenen Heft voller Edelsteine. Es wurde aus demselben Metall wie Rolands Durendal geschmiedet und soll in seinem Knauf die Spitze der Lanze tragen, die Jesus durchbohrte. Ah, das berühmte Schwert von Roland, des legendären Heerführers und Statthalters Karls des Großen. Es soll unzerstörbar sein und durch Fels schneiden können. Das Schwert von Karl dem Großen. Okay. Schick, schick. Okay, und damit sind wir eigentlich bereit, uns ein bisschen der Story zu widmen, oder? Wo haben wir denn eigentlich einen Schmied? Wir haben hier nirgendwo einen Schmied, ne? Haben wir hier einen Schmied? Schmied. Dann machen wir eine Schnellreise, oder? Nur für den Schmied mal eben. Okay, cool. Sieht ja sogar ganz fancy aus, ne? Ich mag diesen kurzen Griff nicht, tatsächlich. Ich finde den etwas längeren Griff bei Schwertern schöner. Aber okay. Ja, können wir mal eben mit Piers reden, wenn wir eh mal hier sind. Piers! Piers, vergiss nicht, dass du heute dran bist, Phantosme zu füttern! Piers ist immer dran. Und eher springt er in den See, als zu vergessen, Phantosme zu füttern. Ach, seid doch beide still. Gut gemacht. Ich hatte nichts anderes von dir erwartet. Ich bin überrascht, die Katze noch hier zu sehen. Sie haut nicht ab und nimmt Platz weg. Es hilft auch nicht, dass Dero und Anna sich darüber amüsieren, wie sehr sie an mir hängt. Deine kleine Rebellenbande wächst? Sehr lustig. Aber ehrlich gesagt werden sie mit jedem Sieg stärker und selbstbewusster. Sie wachsen durch unsere Siege. Und es ist leichter, neue Leute anzuwerben. Bald schon wird dieses Versteck nicht mehr ausreichen. Darum kümmern wir uns, wenn es soweit ist. Erst einmal kämpfen wir. Wie kann ich helfen? Gar nicht. Zeit für ein paar Verbesserungen. Okay, warum ist das alles neu? Ja, Mann, der vorher hat es mit dem Ventilator besser geklappt, ne? Glaube ich. War es das schon? Na, was hast du vor? Wie ergeht es den Aufständischen? Mantel des Schnitters. Der Schnitter? Der Schnitter? Moment mal. Der Schnitter. Sag mir irgendwas. Ja, holen wir es dann irgendwann mal. War es das schon? Ja, das war's schon. Was möchtest du tun? Tschüss. Ich komme später wieder. Du weißt ja, wo du mich findest, wenn du es dir anders überlegst. Ich müsste mal kurz gucken. Eigentlich müsste ich doch nur... Eigentlich müsste ich doch nur was hier hinstellen, wo das Mikro... Wartet mal eben. Ben! Chris Ben!
Was ihr dort? Sie steht jetzt in der Scheuerkarkone. Eigentlich müsste das doch jetzt funktionieren, oder? Oder ist meine Logik gerade falsch? Jetzt müsste doch eigentlich, oder? Hallo, hallo? Hallo? Oder? So ein bisschen? Jetzt klappt's, glaube ich. Okay. Schmied. Schmied. Schreit nicht so. Willkommen. Was brauchst du? Zeig mir, was du anzubieten hast. Oha. Nice. Paladin-Mantel, neues Aussehen. Alter. Warum ist man denn immer wieder ganz oben? Okay, könnte auch tatsächlich... Oh, Alter. Okay, wir sollten die Rüstung einfach anziehen und dann verbessern, oder? Ich muss los. Bis bald. Komm jederzeit wieder. Ich glaube, das ist strategisch cleverer. Ich muss unbedingt nochmal mit dem... Mein Gott, warum klappt das denn mit dem Ventilator gerade gar nicht? Wartet mal eben. So, glaube ich, oder? Und? Zeigst du mir deine Waren? Naja, wir machen es mal einfach. Wir haben ja genug. Ist das neue Set immerhin, aber... Nun muss ich gehen. Auf bald. Dann auf bald. Auf bald. Was ihr dort? Sie steht jetzt in der Scheuerkarkone. Entweder lässt sie den fern. Ja doch, es ist ganz schick tatsächlich. Vor allen Dingen der Umhang ist mega. Was ihr dort? Guck mal. Sie steht jetzt in der Scheuerkarkone. Entweder lässt sie den fern. Der ist schon echt schick, ne? Aber insgesamt halt irgendwie zu wenig nordisch, finde ich wieder. Briganten. Ja, wir müssen halt wirklich Thors nehmen, ne? Ist ja auch echt schick. Briganten. Weil hier kriegen wir auch den Set-Bonus, ne? Wobei, das ist natürlich Bär. Naja. So, 111. 137. Ich würde dann tatsächlich weiter bei unserer Axt bleiben. Da war gerade Mjölnir, oder? Mjölnir. Der legendäre Hammer von Thor. Das sieht übrigens genauso aus wie in God of War irgendwie. Das ist richtig merkwürdig. Ja... Könnten wir natürlich auch machen. Ich finde Einhänder tatsächlich jetzt... Ich weiß nicht, ich finde die halt wirklich nicht so schön. Die sind mir irgendwie zu klein. Ich kann euch nicht genau sagen, warum, aber... Oh.
Oh, guck mal hier, sogar die Legierung da drauf. Schick. Wir bleiben aber bei den Äxten. Die sind ja auch maxed out im Nachhinein, ne? Haben wir denn eigentlich noch eine Axt, die wir ausmaxen können? Also auch nur, um das andere Aussehen mal zu sehen von irgendeiner anderen Axt? Oh. Nee. Ja, Sensen sind wie gesagt nicht meins. Also Sensen können wir komplett vergessen eigentlich. Okay, gut. So viel dazu. Wir haben es auf jeden Fall gesehen. Wir bleiben beim Briganten-Set irgendwie, scheinbar. Aber ist denn der... Ist denn das der richtige Mantel dazu? Oder sieht so falsch aus? Doch, okay. Runen? Was haben wir hier eigentlich? Kleine... Was? Haben wir keine großen Runen? Heilkraftrune. Große Heilkraftrune. Kleine Panzer. Wir haben inzwischen halt viel bessere Runen, ne? Sollten wir vielleicht auch mal benutzen. Ich weiß nicht, ob das notwendig ist, aber... Okay, das ist eigentlich Feuerschadenswiderstand. Ah, okay, jetzt haben wir hier die großen oben. Das ist eine sehr gute Idee. Nahkampfwiderstand. Runen. Was ist jetzt für eine drin gerade? Das sehe ich gar nicht. Feuerschaden. Feuerschaden. Große Schildrune, okay. Kleine Rune. Große Bollwerkrune. Große Weidemannrune klingt cool. Große wieder Bollwerkrune. Große Rune des Regens. Wir haben so viele große Runen. Große Schildrune. Federrune, cool. Gegengift, auch wenn wir nie vergiftet werden, egal. Weidemann und das ist, glaube ich, eine große. Was geht hier so ab? Die lassen wir mal, oder? Das sind auch kleine. Angriffsschaden von hinten, leichter Schaden ist geil. Giftschaden. Okay. Schaden. Okay. Jo, okay, gut. Ich denke mal, das ist nicht verkehrt, wenn wir das so machen. Hier können wir eine Schnellreise hinmachen und dann würde ich sagen, starten wir direkt durch und machen die Story weiter. 20 Minuten? Wir haben nichts gemacht eigentlich. Oh Mann. Okay.
Ja, wir bleiben wie gesagt mal bei den Äxten. Wir bleiben bei unserer Brigantinenrüstung, weil die einfach ausgemaxt sind. Und ich würde dann vor dem nächsten Addon mal überlegen, ob wir die Rüstung switchen. Da müssen wir die aber auch verbessern. Und ich glaube, da haben wir eh nicht genug Titan für. Das wäre eh noch so eine Problematik. Das könnten wir zwar kaufen, aber jetzt nach aktuellem Stand haben wir das einfach nicht. So, Kamera an. Hallo? Ist das jetzt so knauserig hier unten mit dem Greenscreen? Wartet mal eben. Ich weiß auch nicht, warum aktuell das mit dem Ventilator gar nicht mehr funktioniert. Es ist ein neues Gate drin. Aber ohne Ventilator ist leider für mich von der Hitze her aktuell nicht machbar. Es tut mir echt leid, aber... Ich verstehe es nicht, warum es nicht funktioniert aktuell. Wartet mal. Wenn ich was nach vorne gehe... So ist okay. Dann machen wir es so. Muss ich ein bisschen lauter reden? Geht so auch? Ja, machen wir es so. Habe ich ein bisschen weniger Luft, aber es geht schon. Okay, wir gehen zu Siegfried und sprechen mit ihm über die Belagerung von Paris. Ich bin gespannt. Du bist zu spät zum Festmahl, Krähe. Topher. Lang ist es her. Langschiffe am Ufer. So schön wie Schwäne. Eher wie Wölfe, die zum Angriff ansetzen. Ja, dies ist kein Raubzug. Wenn wir hinter diesen Mauern sind, was passiert dann, Eivor? Du hast schon oft gekämpft, geblutet, getötet. Ja, aber da sind Kinder in der Stadt. Sie können nicht fliehen. Wenn der Wind richtig steht... kann ich sie rufen und spielen hören. Es muss kein Gemetzel geben. Vielleicht bringen wir die Franken doch noch zur Aufgabe. Obwohl ich mich frage, wie. Das musst du Siegfried sagen. Mir was sagen? Wir sind hier. Sie sehen unsere Stärke. Lassen wir sie ihr Silber aufgeben, die Verträge unterzeichnen und wir segeln heim. Das ist ein guter Weg zu Ruhm und Reichtum. Graf Odo führt die Franken in Paris an, ja? Ja, er verteidigt die Stadt und schart andere Edelleute um sich. Ich könnte mit ihm reden. Genug geredet. Der Erhabene sagt, es ist besser zu leben als zu sterben. Denn Tote bestellen keine Felder. Du hältst mir die Worte des Allvaters vor? Ich brenne Paris nieder, mit dir oder ohne dich. Du hast schon genug Tarne verloren. Willst du eine Einöde regieren? Na gut, schwatze Graf Odo sein Silber ab, wenn du das vermagst. Das werde ich. Toka, wo ist dieser Odo? Du könntest in Pont de Serrat seine Spur aufnehmen. Aber halte dich bedeckt, das ist Feindesland. Und Eivor, dieser Odo ist kein Grashalm. Er biegt sich nicht im Wind. Oh Mann, ich mag Siegfried wirklich nicht. Ich mag den nicht, Leute. Ich mag den gar nicht. Aber okay, jetzt müssen wir zu dem einen Ort, wahrscheinlich in diese Villa rein. Ja, den Ort, den wir schon entdeckt haben, im Norden wahrscheinlich, schätze ich mal. Jo.
Eivor stößt an einem Vorposten nahe Paris wieder zu den anderen Kriegern. Erkunde Pont de Sera, um Hinweise zu Graf Odos Aufenthaltsort zu finden. Okay. Ach, Siegfried. Siegfried will auch gar nicht, dass... Also Siegfried will nicht herrschen. Der will nicht übers Land hier regieren. Der will einfach nur Franken töten. Der will einfach nur Rache. Ich habe mir drei Parisser will. Wir wissen ja, dass du gierig bist. Aber warum drei? Eine für mich, eine für mein Pferd und eine für meine Axt. Oje, oje. Das kann nur schief gehen, Leute. Wir haben irgendwie die Stadtmarkierung ganz merkwürdig gemacht, weil man kann jetzt immer noch nicht schnell reiten. Also wären wir immer noch im Lager drin. Das wird kein gutes Ende nehmen, das wisst ihr, oder? Das wird kein gutes Ende nehmen, das alles. Hier sollte ich vorsichtig sein. Ja, wir sind ja vorsichtig, wir können ja gar nicht schnell reiten. Ja, ja, versteckt euch mal weiter. Ach ja, ach ja. Das muss die Feste sein, die Tora erwähnt. Ich brauche Hinweise zu Odos Verbleib. Ich schlag dich schon. Lass mich das machen. Gott ist mit uns. Los. Nein, kein Kameramodus, what the fuck. So. Okay. Gott verflucht! Bleibt standhaft, wir schaffen das! Das wirst du büßen! Ja, ich muss den Turm mal wieder runterdrehen gerade. Haltet die Augen offen! Du! War ein Versehen. Ich komme immer aus Versehen auf die Tastenkombi. So, die Texte kennen wir ja alle schon. Die waren alle von Graf Odo über die Adligen, die noch eingerufen werden müssen, weil er zu wenig Unterstützung hat. Das muss die Feste sein, die Toka erwähnte. Ich brauche Hinweise zu Odos Verbleib. Odo sollte auf seinem Landsitz sein. Dem mit den roten Blumen. Unsere Gäste erreichen das Haus der roten Blüten. Ein paar verirrten sich und landeten südlich von Paris statt nördlich. Ich habe Boten zu ihnen entsandt, um ihnen zu sagen, dass sie nur nach unseren großen Feldern und dem prächtigen roten Mond Ausschau halten sollten. Spurte dich, mein Lieber, unsere Gäste sind begierig, mit dir über den Krieg zu sprechen. Während sie warten, probieren sie unseren kostbaren Würzwein. Deine treue Gemahlin, Theoderade.
Okay. Du bist tot. Diese Armbrustschützen, die machen mich fertig. Tschüssi. Du gehörst zum Kopf. Gut da. Okay. So, den Landsitz kennen wir ja auch schon. Das war das Gebäude mit den... Das Gebäude mit dem schönen Bett, glaube ich, ne? Bei dem ich meinte, das schönste Bett, was wir je gesehen haben. Jetzt können wir nicht mehr schnell reiten. Aber die auch nicht. Die Gegner auch nicht. Die können auch nicht schnell reiten, oder? Lustig. Na gut, es ist wenigstens eine gleiche Verfolgungsjagd. Gleich langsam. Wir haben noch 3 Fähigkeitspunkte. Lass mal hier. 1, 2, 3. Dann haben wir das, glaube ich, komplett, ne? Genau, außer hier oben das. Du zuckst nicht, wenn du getroffen wirst, während du mit deinem Bogen zielst. Okay, das ist auch geil. Man bekommt jetzt die ganzen Overkill-Sachen, die einen eigentlich halt viel zu stark machen. Übrigens, das ist so schlimm mit dem Greenscreen hier unten, weil der Ventilator den nach hinten boostet. Deshalb wird das schlimmer. Wenn ihr euch wundert. So. Warum muss ich jetzt wieder nach Paris rein? Das ist schon hier, ne? Also, ich meine, das müsste doch hier sein. Mit dem schönen Bett, denke ich mal. Okay, hier hat auch mal eine Belagerung stattgefunden, oder? Okay. Dieser Weg wird gut bewacht. Ich sollte einen anderen finden. Warum wird mir der Weg versperrt? Wer sagt, ich dürfe nicht... Vielleicht sollte ich mich hier lieber vermummen. Wegen der bevorstehenden Belagerung, ja? Wir können nicht noch mehr hungrige Mäuler aufnehmen. Okay. Zu Odos Landsitz mit den roten Blumen. Unser Frankenland, der kühne Graf. Sühnen, leite mich. Unser Frankenland, der kühne Graf Odo, ganz Das ist das Gebäude mit dem, mit der verschlossenen Tür. Okay. Landsitz ist für mich aber eigentlich nicht in Paris. Was ist das denn für ein Landsitz? Ja, mein Landsitz im Norden von Berlin. Direkt am Kurdamm, mein Landsitz. Es. Na gut. Ich sollte hier eine Verkleidung tragen. Halt, du da! Wer bist du? Ich bin Eivor. Verzeih, werte Dame, aber ich ersuche eine Audienz bei Graf Odo. Verstehe. Doch mein Gatte schmiedet Allianzen mit den Edelleuten für den bevorstehenden Krieg. Gute Dame, ich will meine Klinge dem Schutze von Paris vor den heidnischen Horden feilbieten. Verstehe. Und du gehörst zu unseren friesischen Verbündeten von den barbarischen Randgebieten des Reiches? Jawohl. Ich bin viele Tage die Küste entlang und den Fluss hinaufgereist. Und hast du ein Schriftstück mit Unterschrift und Siegel für die Audienz? Ohne das richtige Schriftstück kann ich dich leider nicht einlassen. Wir müssen uns vor Meuchelmördern in Acht nehmen. Ah, die Schriftrolle ist in meiner Satteltasche. Ich hole sie. Ich brauche ein Schriftstück, um Odo zu treffen. Einer der Gäste könnte eines haben. Unser neuer Gast ist von Sinnen. Er versteckt sich im Weinkeller.
kaum zu fassen. Einer unserer Edelleute verkriecht sich wie ein Stallbursche? Seid gegrüßt, Freunde. Was bedrückt euch? Einer von Odos Gästen hat sich volllaufen lassen und dann im Weinkeller verschanzt. Eine Schande. Sollte er bei der Verteidigung von Paris helfen? Mag sein. Doch welche Hilfe könnte ein solcher Trunkenbold schon anbieten? Ich hege große Zweifel an ihm. Dieser Betrunkene könnte eines jener Schreiben haben, das ich für eine Audienz benötige. Das ist wahrscheinlich wahr. Jemand muss mir helfen, diese Tür zu durchbrechen. Einer unserer Gäste hat sich im Weinkeller verschanzt. Die Abmischung, ne? Die Soundabmischung ist eine Katastrophe. Lass mich. Oh, Clovis, du hast dich nach deinem furchtbaren Auftritt in den Schlaf getrunken. Bitte sei so. Keine Sorge, ich bringe deinen Herrn nach draußen in die frische Luft. Dieser Trinker hat einen Brief in der Tasche. Vielleicht das Schreiben, das mir eine Audienz mit Odo einbringt. Audienzschreiben. Mal gucken, ob wir das wenigstens finden. Also unser Inventar ist ja eine reine Katastrophe, muss man dazu sagen. Ein Schriftstück, das belegt, dass der Träger eine Audienz beim Grafen von Paris würdig ist. Notiz zum Bauernhaus. Mein Lehnsherr, die Ratten schwärmen durch die Tunnel, die das Bauernhaus mit dem Herrenhaus verbindet. Sie verschlagen unsere Getreidevorräte, und beißen die Feldarbeiter. Wir haben sie getötet, doch ihre verfaulten Leichen bleiben zurück und locken noch mehr an. Ich habe befohlen, das Bauernhaus zu vernageln, um die Flut aufzuhalten. Mach dasselbe mit dem Herrenhaus, dein treuer Greve Henry. Okay, gibt wahrscheinlich wieder mehrere Möglichkeiten, hier reinzukommen, oder? Hier habe ich das Schriftstück, das mir ein Gespräch mit Graf Odo gewährt. Hervorragend. Tritt nur ein. Wir wissen deine Mühen unseretwegen sehr zu schätzen. Danke, danke. Ich muss Graf Odo finden. Natürlich. Öffentliche Mitteilung. Graf Odos Schreibstube. Placitum Generalis. So komme ich nicht hinein. Wie du siehst, werter Lothaire, hat Odo mir und nur mir den Schlüssel zu seiner Schreibstube anvertraut. Unerhört. Wie konnte es dazu kommen? Weil ich, werter Lothaire, ihm fässerweise erlesene Tropfen beschaffe. Sogar aus dem Fernland der Griechen. Diener, bring mehr Wein. Ich kümmere mich um den Wein, werter Lothaire. Leb wohl. Haben wir den Schlüssel genommen? Ich hoffe, oder? Es gibt keine Seele! Die habe ich gar nicht umgebracht. Die ist umgefallen. Ist das dämlich? Ist das deppert? Ich bin doch einfach nur gegangen. Ich habe doch gar nichts gemacht. Liebes Spiel, ich habe nichts gemacht. Merde, ma bonissi rubanir!
Scheiße. Was ist denn der Schlüssel jetzt da oben? Was? Wer würde das nur tun? Okay. Hier ist es schön. Vater Thibault, mein alter Freund, ich suche deinen Rat in einer dringenden spirituellen Angelegenheit. Normalerweise würde ich diese Angelegenheit während des Sakraments der Heiligen Beichte bei meinem Beichtvater verbringen, doch dieser Krieg macht solche Annehmlichkeiten schwierig. Die Belagerung hat unseren Familienpriester Walter von Sens über alle Maße beansprucht und er ist nicht mehr stabil genug, um irgendeine Beichte zu hören. Ich fürchte um die Sicherheit meiner Familie, besonders um Gräfin Theodorade. Manchmal überwältigt mich der Drang zu fliehen. Wir könnten so leicht durch einen Schmugglertunnel entkommen, aber ich kann meinen Posten nicht aufgeben. Jedoch spät in der Nacht überfallen mich die Zweifel. Albträume von Feuer und Blut suchen mich heim, bis ich kerzengerade im Bett sitze und vor Angst zittere. Die Bedeutung ist klar. Meine hartnäckige Verteidigung von Paris könnte ein schreckliches Gemetzel über uns alle bringen. Wieder einmal bitte ich dich, deine Weisheit mit mir zu teilen. Was soll ich tun? Dein ehemaliger Schüler Odo, Graf von Paris. Okay, er hat also Zweifel daran, ob es richtig ist, was er hier tut. Was ist hier? Okay, man wäre hier also auch durchgekommen, ja? Okay, es gibt mehrere Wege, interessant. Mit Graf Odo an unserer Spitze treiben wir diese heidnischen Teufel zurück in die bodenlose See. Sehr wohl, mein Herr. Aber diese Nordleute sind Sterbliche, keine Dämonen. Sie sind auf Land und Beute aus. Ja, diese Nordmannen sind wild und der König lässt auf sich warten. Doch ihr alle habt einen Eid vor Gott geschworen, dieses Reich zu beschützen. Wir werden dieses Unheil besiegen. Das haben wir immer. Ich kann euch nicht zur Pflichterfüllung zwingen. Ihr müsst euren Herzen folgen. Gudselin, bitte geleite unsere Gäste hinaus. Komm raus und sag, was du zu sagen hast, Eivor von Englerland. Du hast mich kommen sehen. Gut. Aber woher weißt du, wer ich bin? Meine Späher sprachen von einer mächtigen Kriegerin mit einem Raben. Hältst du uns für Narren? Solche Höflichkeit hätte ich nicht erwartet. Das ist Glühwein. Gut gewürzt, vorsichtig erhitzt und mit Obststücken aufgetischt. Mein einziges Laster. Weintrauben wachsen bei uns im Norden nicht. Wir trinken Met. Met? Eivor, du hast viel gewagt, um mich zu sehen. Das respektiere ich. Nur warum? Gibt es nicht genug Land in Englerland? Ich gedenke nicht, meine Leute im Frankenreich anzusiedeln. Und wie viel Geld wird eure Gier stillen? 100 Silberstücke? 1000? Und wenn ihr geht, wer kommt als nächstes? Ragnar und seine Söhne waren vor langer Zeit hier. Wir gaben ihnen Silber und trotzdem brannten sie Paris nieder. Ich will kein Silber. Ich will ein Englerland ohne fränkische Einmischung. Wir sind kein Teil eures Königreiches. Und ich wünsche mir ein Königreich ohne nordische Einmischung, wie du es nennst. Nur der Form halber, wie lauten deine Bedingungen? Wie gesagt, Charles lässt Englerland in Ruhe. Zweitens, er erkennt Siegfried als Verbündeten an. Und außerdem lässt er Siegfrieds Tane ihr Land im Norden behalten. Rodomo und Amiens waren meines Vaters Lande. Mein Erbrecht nehmt ihr nicht. Euer Herr wird Paris niemals einnehmen. Und ihr werdet nie Frieden finden. Weder hier noch in Englerland. Meine Männer werden dich nach draußen begleiten. Das nächste Mal sehen wir uns auf dem Schlachtfeld. Leb wohl.
Ich sollte zum Lager zurückkehren und den anderen von Odos Antwort berichten. Sante Dios! Esperanto aus der Umbrüste von... Okay, ich habe mein Licht die ganze Zeit angelassen, mega unnötig. Okay, ja, ich bin jetzt überrascht, wie impulsiv der reagiert hat auf die Forderung der nördlichen Lande. Kann ihn natürlich auch verstehen, er hat es schön gesagt. Eivor will ein Englerland ohne fränkische Einmischung. Gleichzeitig mischt sich Siegfrieds aber ins Frankenland ein. Das widerspricht sich ja schon so ein bisschen. Normalerweise müsste jetzt... Charles hier gewinnen und dann Englerland erobern als Rache dafür, dass die sich hier überhaupt eingemischt haben. Ja, weil die Englerland ist ja so nordisch, das Frankenreich gehört den Franken und jetzt kommt Siegfried hier hin und meint, die Franken angreifen zu müssen. Und dann wollen wir verhindern, dass die Franken unser Reich angreifen. Das ist ja... Naja. Okay. Wir nehmen mal hier noch den einen Schatz mit. Und dann gucken wir mal. Also mit dem, das ist die falsche Seite, mit dem Ventilator tut mir unheimlich leid. Jetzt gerade habe ich gar keine Verbindung mehr. Gerade Internet weg. Jetzt habe ich es wieder gefangen, okay. Okay, der ist mit seiner Kiste nicht ganz so weit gekommen. Na gut, dann lass die Belagerung halt beginnen, ne? Aber ich kann Odo verstehen. Ich kann verstehen, dass er jetzt nicht sagt, okay, wir geben unser Land ab. Denn man muss bedenken, das Ganze hier ist das Land der Franken. Die Nordmänner kommen und belagern es. Genau wie wir ja auch ein bisschen Alfreds Lände belagert haben. Wir wollen nicht, dass die Franken nur England belagern, aber belagern das Reich der Franken über Siegfried. Das ist ja nun mal schon widersprüchlich. Also auf die Forderung wäre ich wahrscheinlich auch nicht eingegangen. Und Musik weg. Ach ja. Oh je. Ah, du kommst rechtzeitig zum Umtrunk. Was willst du? Wein, viel Wein. Es war eine lange Reise. Heldin von Hrefnatorp wird sie von den Skalden genannt. Geschickt mit Waffen und Worten, sagt man. Doch sehe ich keinen Schatz. Wo ist Odos Silber? Hast du es für dich behalten? Es lief, wie du sagtest. Der Mann beugt sich nicht. Er gibt kein bisschen nach. Franken reden gerne, doch ihre Worte sind so leer wie der Wind. Gerede ist oft leer, doch harte Worte führen zu harten Entscheidungen. Sieh dich vor. Gut, zwei Sachen brauchen wir für diese Belagerung. Zuerst müssen wir ein Gelände für unsere Katapulte erobern. Dabei kann ich helfen. Irgendwo bei Paris nehme ich an. Aber wird der Ort bewacht? Die Franken haben nicht genug Leute, um die ganze Stadt zu sichern. Nur die befestigte Insel, die Isle de la Cité, gibt dennoch gut Acht. Gut. Und die zweite Sache? Finde den Schwachpunkt ihrer Verteidigung, wo unsere Krieger ihre Mauern durchbrechen können. Oder einen Weg, die Insel mit unseren Schiffen zu umzingeln. Irgendeine Schwäche, die wir ausnutzen können. Einverstanden. Aber wie? Ich wüsste vielleicht einen Weg, aber er ist gewagt. Sprich, Toka. In dem Armenviertel südlich der Mauern gibt es eine Schmugglerin. Ihre bretonische Liebe? Sie ist keine Liebschaft. Wir haben nur das Lager geteilt. Aber wenn jemand die Schwachstellen der Stadt kennt, dann sie. Ich würde selbst gehen, aber wir... Nolwyn, sie... Es gab Streit. Sie stahl erst Tokas Halskette und dann ihr Herz. Nun vermisst Toka vor allem ihre Halskette. Ich spreche mit dieser Schmugglerin und finde eine Schwachstelle in der Verteidigung der Franken.
Ihr habt mein Wort. Gut, das wäre dann wohl alles. Nein, Onkel, eine Sache noch. Odo ist nicht gesprächsbereit, aber Charles vielleicht schon. Wir sollten erneut mit ihm reden. Du willst noch mehr reden? Wir sollten mit dem fetten König sprechen, eine Waffenruhe aushandeln. Was? Er wollte mich umbringen. Warum nochmals mit ihm reden? Diese Steinmauern werden nicht nachgeben. Nicht ohne einen blutigen Kampf. Vielleicht gibt er uns Silber, ohne dass unser halber Clan an den Mauern stirbt. Vielleicht hat Toka recht. Charles könnte trotz allem nachgeben. Geh, Nichte. Red mit jedem König und jedem Bischof im Land wie Eivor Silberzunge. Es spielt keine Rolle. Doch bald findet das Gerede ein Ende. Bald treffen Speere aufeinander und die Stadt wird brennen. Seid an jenem Tag bereit für den Kampf. Mein Wort steht felsenfest und wird nicht gebrochen. Ich kämpfe an deiner Seite, Siegfried. Zweifle nicht daran. Genug. Freunde, Onkel, wir sind im Herzen eins. Ich werde den König im Schlauen Fuchs aufsuchen. Einer Schenke am Nordufer. Piers sagt, er zecht dort gerne. Toka ist ein guter Tarn. Eines Tages könnte sie ein Heer anführen, so wie du, Siegfried. Das hoffe ich. Aber vorerst bleibt sie bei mir. Treffen wir uns am Glockenturm, Eivor, wenn du bereit bist, gegen Franken zu kämpfen, statt mit ihnen zu plaudern. Was gibt es zu lachen, Tarn? Manche sagen, du stinkst nach Rabenscheiße. Aber für mich stinkst du nach fränkischer Weinpisse. Halt doch die Fresse, Alter. Was willst du denn jetzt, du Bitch? Kannst du die Klappe nicht aufbekommen und dann sowas raushauen? What the fuck? Entschuldigung. Ich muss die Belagerung vorbereiten. Aber was soll ich zuerst... Ach, Eivor, wenn ich das wüsste. Ehre und Feinde abgeschlossen. Und ich bekomme gerade... Eivor muss Vorbereitung für die Belagerung von Paris treffen. Öffne das Questlog. Feuerregen. Triff dich mit Siegfried. Das ist eher die Schmugglerin. Das würde ich fast sagen, oder? Finde die Taverne, schlauer Fuchs, und suche sie auf, dass wir uns erst mit Charles treffen. Denn es kann bestimmt verhindert werden, dass wir... Na, königliche Fuchsjagd. Also Eivor sucht Charles auf, um ein Abkommen auszuhandeln, ehe die Mauern von Paris belagert werden und die Bewohner abgeschlachtet werden. Und ihr könnt euch alle sicherlich vorstellen, wie unglaublich gut das funktioniert. Okay, wir haben also mehrere Aufgaben, die wir erledigen müssen. Vorbereitungen für die Belagerung, das wird klasse. Und es wird hier im Zimmer immer wärmer, Leute. Ich glaube gleich irgendwann crasht mein PC aus oder so. Okay. Können natürlich auch das hier zuerst... Ich zieh lieber die Kapuze auf. Ne, wir machen erst die Fuchsjagd. Come on. Also oben wartet Siegfried, um mit uns gemeinsam die Katapultposition zu bestimmen. Schön, dass der einfach mal ganz mutig hier in die Stadt reinkommt. Breite aber deine gut. Flügel aus. Ah, sag nicht, jetzt kommt man oben in den blöden Raum rein. Ich krieg echt zu viel, ne? Wenn das jetzt die Lösung des Rätsels ist, dass man einfach wartet, bis man das Story-Rätsel... In unsere Weinvernichterei! Sing, tanz, trink! Toka sagte, König Charles zecht gern in dieser Schenke. Seltsam, sich am Vorabend eines Krieges zu betrinken. Trinkt auf das Ende der Welt! Darauf trinke ich! Das Leben ist zu kurz, um nüchtern zu bleiben. Ach, Wein ist ein Spötter. Der Rausch ist das Sakrament des Teufels. Und wie sein Meister trübt er nur... Komm, kommt herbei in unsere Weinvernichterei! Sing, tanz, trink für zwei! Auf des Königs Narretei! Diese Soundabmischung, ne? Ohne Scheiß, es ist so furchtbar. Der fette König. Welchen König sollte ich sonst meinen? Man sagt, er würde hier schlafen. Er hat hier geschlafen, gegessen, getrunken und ist wieder gegangen. Wohin er dann ging, woher soll ich das wissen? Kein Glück bei der Königssuche? Eivor! Nein, kein Glück. Einen so großen und bekannten Mann zu finden, sollte nicht so schwer sein. Komm, lass uns trinken.
Wer sind diese komischen Leute? Narren ohne Schamgefühl und Ehre. Spieler, die für den König auftreten. Einer dieser Narren könnte uns vielleicht zum Obernarren führen. Dem König. Lass gut sein. Da könntest du auch mit Betrunkenen reden oder mit Gauten. Oder betrunkenen Gauten. Eivor, ich sollte dir danken. Wofür? Dass du mich bei Siegfried unterstützt hast. Er will nicht mit den Franken reden. Aber ein Versuch ist es wert, oder? Ja, und du kannst es schaffen. Mit ihm oder ohne ihn. Aber ich habe versagt. Niemand wird mir verraten, wo der König ist. Was soll ich tun? Ein weiser Krieger muss mit Schwert und Wort umgehen können. Sieh zu und lerne. Oh oh. Sei gegrüßt. Ich will deinem König mein Schwert geloben. Wo kann ich ihn finden? Als der große Bär schlief ein, schlichen die Narren hinein ins Zimmer vom großen Bär. Die Narren tranken darauf und sie tanzten zuhauf, nahmen den Zorn des Bären in Kauf. Der Bär könnte der König sein. Er hatte also ein Zimmer. Sieh zu und lerne, hm? Ist doch nicht so leicht, einen König zu finden, was? Oh doch, oh doch. Sie wurde wohl verriegelt. Du da, du Komiker. Wo ist dein König? Joker. So stumm wie die Toten. Nun denn. Alter, tatsächlich, ich glaub's nicht. Jetzt ist das Haus wirklich anders, weil Story relevant ist. Ist das verrückt. Oh Mann. Danke, Joker, für deine Hilfe. Das ist eines Königs würdig, oder? Einladung zum königlichen Theater. Strahlende Majestät, liebster, wunderbarster Charles. Möge deine Herrschaft so unermesslich sein wie deine Großzügigkeit. Wir, die Schauspieler, laden dich ein, unsere geliebten Gönner, zu einer neuen Aufführung auf die Bühne von Amiens. Wir werden ein schillerndes neues Stück mit dem Titel Das Maß eines Königs uraufführen. Für Wein und Vergnügen ist auch gesorgt. Außerdem stellen wir dir herrlich gekleidete Begleitung zur Verfügung, die nach deinen Wünschen kostümiert ist. Deine treue Schauspielertruppe, die Königsspieler. Aha, Charles. Ich habe dein Versteck gefunden. Ich habe gefunden, was ich wollte. Charles ist in Amiens im Theater. Gut, gehen wir. Nein, er könnte wütend werden, wenn er jemanden von Siegfrieds Clan sieht. Ich gehe besser allein. Wie du wünschst. Wir treffen uns hier, wenn du fertig bist. Dann erstattest du mir Bericht. 1200 Meter? Wo ist denn das? Oh, habe ich nicht gesagt, dass da noch was passiert? Okay. Ich überlege gerade. Wisst ihr was? Wir machen jetzt hier einen Schnitt. Es ist unglaublich warm. Ich bin froh, wenn ich ein bisschen die Tür aufreißen kann. Und wir werden dann hier einfach beim nächsten Mal weitermachen. Wir werden dann erst, denke ich mal, die Aufgabe von Siegfried machen. Sprich hier einmal kurz, Eivor sichert eine militärische Werkstätte im Norden von Paris für Siegfrieds Katapulte. Trifft dich mit Siegfried. Ich find's schön, dass der Eivor in die Stadt reinkommt ohne Probleme. Aber wir haben ja schon gehört, das hier wird ja nur bewacht. Und werden dann gemeinsam mit ihm die Belagerung hier vorbereiten. Danach gehen wir dann nach hier oben. Ich denke, das macht mehr Sinn, als dass wir jetzt Paris verlassen, nur um dann wieder zurückzukommen. Wobei, wir müssen ja eh, wir können das auch anders machen. So, so, so. Weil wir müssen ja eh dann zu ihr zurück und ihr Bericht erstatten. Dann sind wir eh wieder in Paris. Alles ist auch egal.
Gut, also wenn wir beim nächsten Mal zuerst den guten Charles aufsuchen im Theater, im Amphitheater und danach dann nach Paris zurückkehren und dort dann mit Siegfried die Position der Katapulte sichern, vorbereiten, um dann wahrscheinlich die tatsächliche Belagerung zu starten. Und wir müssen noch im Armenviertel die eine Frau suchen. Okay. Das könnte spannend werden. Gut, dann sag ich mal vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Das war ein Assassin's Creed-reicher Tag heute. Ich freue mich schon, wenn es weitergeht. Und vor allen Dingen bin ich gespannt, wie denn dann die tatsächliche Belagerung läuft, wenn sie denn dann startet. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal mit Assassin's Creed Valhalla. Und macht's gut. Ciao.